Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Book of Unwritten Tales 2 mit mir, dem Wilbur. Du bist also die Köchin hier im Rattenlager. Ich kann gut Dinge zusammenmixen. War jahrelang Laborratte. Du hast in einem Labor gearbeitet? Für einen verrückten Alchemisten, bis es zu gefährlich wurde. Wollte Gesichtscreme ausprobieren, die einen 10 Jahre jünger macht. Ich war aber erst 2. Oh, verstehe. Von da an habe ich mich möglichst ungeschickt angestellt und habe versucht, bei jedem Experiment zu versagen. Die Frage ist, wenn man versucht zu versagen und dabei erfolgreich ist, hat man dann tatsächlich versagt? Hast du eine Ahnung, warum es keinen Strom mehr gibt? Nein, keine Ahnung. Mag Strom nicht, mag Feuer, ist warm und spendet Licht. Alles alchemistisch erklärbar. Strom ist wie, Magie. Darf ich fragen, was mit deinem Bein passiert ist? Ein alchemistischer Unfall? Nein, hab's mir selber abgenagt. Was? Da unten in der Höhle. Hättest du auch gemacht. Das wage ich sehr zu bezweifeln. Da gibt es Monster, sag ich dir. Und sie haben es auf uns abgesehen. Wenn du die Wahl hast zwischen deinem Bein und deinem Leben, dann knabberst du. Wenn du viel über Alchemie weißt, dann kannst du doch bestimmt auch Zaubertränke brauen, oder? Verkleinerungstränke zum Beispiel. Halte nichts von Zaubertränken. Leute werden süchtig danach. Fange mit schwachen Tränken aus winzigen Fiolen an, doch irgendwann reicht das nicht mehr. Plötzlich müssen es kleine Tränke sein, dann mittlere, dann große, dann epische. Ein einziges Fläschchen, das mich wieder auf Rattengröße schrumpft, würde mir schon reichen. Nein, nein, zu gefährlich. Was kochst du denn da? Ein Topf. Es gibt immer einen Topf. Lecker. Was für einen gibt es? Ist immer derselbe, seit Jahren schon. Aber jeden Tag kommen neue Sachen dazu, was so anfällt. Willst du eine Schüssel? Tja, also Hunger hätte ich schon. Einmal Eintopf kommt sofort. Das schmeckt fantastisch. Alchemie, nur mit weniger Explosionen. Hä? Hi, Ethel. Mir ist aufgefallen, dass du hin und wieder vor dich hin murmelst. Ich denke nach. Bei den meisten hört man das nicht. Denken. Sie stellen nicht die entscheidenden Fragen. Zum Beispiel? Wenn alles Kleber überall klebt, warum dann nicht auf der Innenseite der Tube? Warum laufen Nasen, während Füße riechen? Warum ist Abkürzung ein so langes Wort? Ich weiß nicht. Siehst du, alle nehmen das als gegeben hin. Dabei ist es doch Wahnsinn. Vielleicht kann man sich auch zu viele Fragen stellen. Was meinst du? Wenn ein Theater bis auf den letzten Platz gefüllt ist, für wen wird dieser letzte Platz freigehalten? Und vorher wusste der Erfinder der Uhr, wie spät es ist. Das ist... Wie kommst du nur darauf? Überall um uns herum sind ungelöste Fragen und niemand schert sich darum. Wenn man erst Pasta isst, und dann Antipasta? Hat man dann überhaupt etwas gegessen? Vielleicht solltest du dir nicht all diese Fragen stellen. Oder zumindest nicht alle auf einmal. Es kann einen fertig machen. Wollte schon eine Selbsthilfegruppe gründen. Aber dann dachte ich, Selbsthilfegruppe? Ist das nicht ein Widerspruch in sich? Vielleicht müssen nicht alle Fragen beantwortet werden. Aber
Aber sind wir nicht hier, um Fragen zu beantworten? Deswegen liebe ich die Alchemie. Sie geht den Fragen auf den Grund. Remy ist fort. Er ist in das dunkle Loch hinabgestiegen. Er ist so mutig. Oh, ganz allein im Dunkeln. Er geht mal wieder ein großes Risiko ein. Ob das klug ist? Es liegt in der Natur des Risikos, riskant zu sein. Weißt du, ob es einen Weg hier hinaus gibt? Einen Gnomengröße, meine ich. So groß? Nein. Aber Monsieur de Dumas hat einen Verkleinerungsring. Er hat ihn mitgenommen. Dann wollte er wohl, dass du hier bleibst. Er kann nicht verstehen, dass ich... Vielleicht geht es mir besser, nachdem ich ein paar Wochen zu Hause war. Vielleicht, vielleicht nicht. Er bräuchte einen Freund an seiner Seite. Nicht vielleicht, nicht in Wochen. Jetzt! Hält große Stücke auf dich. Alle Ratten tun das. Dann habt ihr leider auf den Falschen gesetzt. Remy hätte mich hier nicht einsperren dürfen. Er hätte mich einfach gehen lassen sollen. Hat seine Gründe, hat er immer. Ihm muss doch klar sein, dass ich, egal wie kompliziert es ist, früher oder später einen Weg hier rausfinden werde. Ich bin ziemlich gut in solchen Dingen. Vielleicht geht es genau darum. Ich... Kann ich noch etwas Eintopf haben? Aber sicher, mein Großer. Und? Wie schmeckt er? Spitze. Wäre er noch etwas dicker, wäre er aber noch besser. Verstehe. Kann ich noch etwas Eintopf haben? Aber sicher, mein Großer. Und? Wie schmeckt er? Lecker. Aber könnte noch etwas mehr Salz vertragen. Gut, gut, gut. Hi, Ethel. Kann ich noch etwas Eintopf haben? Mein Großer. Und? Wie schmeckt er? Geschmacklich super, aber könnte etwas heißer sein. Ah, verstanden. Hi, Ethel. Kann ich noch etwas Eintopf haben? Aber sicher, mein Großer. Und? Wie schmeckt er? Geschmacklich super, aber könnte etwas heißer sein. Ein mehr oder minder weißes Geschirrtuch. Au! Das ist meins! Vielleicht, wenn ich ganz vorsichtig bin... Au! Ich habe auch hinten Augen. Nicht wirklich natürlich. Aber hätte ich, wenn meine Experimente erfolgreich gewesen wären. Entschuldigung. Vielleicht, wenn ich ganz vorsichtig bin. Au! Ich habe auch hinten Augen. Nicht wirklich natürlich. Aber
hätte ich, wenn meine Experimente erfolgen. Entschuldigung. Hi, Ethel. Kann ich noch etwas Eintopf haben? Aber sicher, mein Großer. Und? Wie schmeckt er? Spitze. Wäre er noch etwas dicker, wäre er aber noch besser. Verstehe. Au! Ich habe auch hinten Augen. Nicht wirklich natürlich. Aber hätte ich, wenn man... Mein Gott. Hi, Timmy. Hi. Ethel glaubt, dort unten gäbe es Monster. Aber es sind nur Zombies und Roboter, soweit ich gesehen habe. Sie scheinen sehr nett zu sein. Der Totenschädel wirft Sachen nach uns, wenn er uns sieht. Und der kleine Roboter flieht, wenn ich ihm zu nahe komme. Vielleicht kann ich sie dazu bringen, freundlicher euch gegenüber zu sein. Wie es aussieht, ist die Stromversorgung zusammengebrochen. Vor 2 Tagen. Was ist geschehen? Das, was dieser Tage überall geschieht. Die kleine Van Buren hat ihren Spaß gehabt. Wir hatten den Strom vom Rollenspielgerät im Gasthaus abgezweigt. Und das gibt es nicht mehr. Das Gasthaus? Was ist mit Sloth und Grump? Denen geht es gut. Noch. Wenn sie hübsch mitspielen und die Köpfe unten halten, haben sie vielleicht eine Chance. Oh Mann. Remy wird nichts passieren. Er ist die zäheste Ratte, die ich kenne. Aber er ist ganz alleine da unten in diesem schrecklichen Loch. Vielleicht ist es gar nicht so schrecklich. Es hat sich noch nie jemand darunter getraut, außer Onkel Remy und seinem Großvater. Das Loch ist böse. Ich wünschte, ich hätte mit ihm hinabsteigen können. Ethel ist eine hervorragende Köchin, aber auch etwas speziell, oder? Total verrückt! So hätte ich es vielleicht nicht ausgedrückt. Ihr Käfig stand im Labor direkt über dem Kochtopf. Zu viele Dämpfe. Aber sie ist harmlos und die beste Alchemistin, die es gibt. Ich weiß, du willst das nicht hören, aber kennst du einen Ausgang aus diesen Höhlen? Dutzende! Auch einen in meiner Größe? Nein. Außer natürlich das unerreichbare Loch in der Decke. Das habe ich befürchtet. Ich habe nicht häufig Gelegenheit, das zu sagen, aber ich bin viel zu groß dafür. Wir brauchen Strom. Vielleicht, wenn ich ganz vorsichtig bin... Kriegst du einen auf die Finger? Au! Wenn du was zu essen willst, frag mich! Hi, Ethel! Kann ich noch etwas Eintopf haben? Aber sicher, mein Großer! Aber sicher, mein Großer! Bam, 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 bam! Und? Wie schmeckt er? Salz, heißer, dicker Salz. Lecker. Aber könnte noch etwas mehr Salz vertragen. Noch mehr Salz. Gut, gut, gut. Mein Gott, das Ding ist doch schon so salzig. Jetzt klau irgendwas. Mann, die guckt doch nicht hin. Au. Wenn du was zu essen... Schnauze, die haut mir immer auf die Finger. Dumme Kuh, was ist das? Oh, ich hab leere Suppenschüsseln. Noch gar nicht gesehen. Die jedes Mal mitgenommen. Hey, ein Wasserrad. Nicht schlecht. Aber es fehlen noch ein paar Schaufeln. Ich bitte Ethel einfach noch ein paar Mal um Eintopf. Echt jetzt?
Danke, ich kriege keinen Bissen mehr runter. Voilà, 8 Schüsseln am Hamsterrad. Das muss reichen. Das sind doch nur so Pinnekes, mein Gott. So, Hamsterrädchen. Blub, blub, blub. Tja, das reicht aber noch nicht. Ach komm, ich gehe hin und fetter das mal los. Dum, 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 dum. Nee, das da. So. Läuft. Das ist der Augenblick der Wahrheit. Alles kein Problem, wenn man sich mit Gnomenphysik auskennt. Strom! Hä, so leicht? Ganz schön laut hier. Hey, ich hab den Strom wiederhergestellt. Hallo, Gulliver. Hallo, Wilbur. Moment mal. Moment. Effektlautstärke. Ein bisschen runter. Wieso wird das nicht leiser? So ist besser. Ich bin der Herr des Stroms. Wie bitte? Wir haben wieder Strom. Tatsächlich? Sieht gut aus. Wir sind wieder im Geschäft. Sobald wir das andere Problem gelöst haben, können wir die Lieferung fertig machen. Es gibt noch ein Problem? Jorge hat vor 2 Tagen seine Bestellung geändert. Anstatt schwarz müssen die neuen Tafeln flauschig und pink sein. Was? Flauschig und... Ach. Und nun? Es ist das Gesetz, meint Jorge. Esther sucht schon nach einer Lösung. Frag sie bitte, wie weit sie ist. In Ordnung. Aber sobald wir das Problem gelöst haben, können wir hier raus? Natürlich. Sobald wir eine Lösung haben, sind es nur noch 2, höchstens 3 Wochen und die Lieferung ist fertig. Die Akustik hier unten ist witzig. Man hört manchmal Dinge wie 2 bis 3 Wochen, obwohl du doch bestimmt Stunden oder vielleicht Tage gesagt hast. Ha, schön wär's. Wenn alles glatt läuft, schaffe ich 3 Tafeln am Tag. 4, wenn ich Nachtschichten einlege. Ein paar sind mehr oder weniger fertig. Jorge will 80 Stück. Ich will hier weg. Und ich will keine 3 Wochen warten. Man bekommt nicht immer alles, was man will. Tja, vielleicht das Leben ist kein Wunschgeschäft. Des Felsens schaffen. Dann sparen wir vielleicht 2 Tage. Aber... Bom, 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 bom. Tja... Da musst du wohl die Maschine hier zum Laufen bringen, Pumpel. Hi, du musst Esther sein. Hi, Nate. Tut mir leid, wenn ich dich vorhin erschreckt habe. Moment. Gulliver hat versprochen, mich mit an die Oberfläche zu nehmen, wenn ich euch dafür bei der Lieferung helfe. Er meinte, du machst die flauschigen, pinkfarbenen Bezüge für die Tafeln? Oh, ich bin noch nicht so weit. Und es sind keine Bezüge. Ich versuche, eine flauschige Farbe zu mischen. Eine flauschige Farbe? Natürlich. Ja. Weich. Hier unten gibt es kaum flauschige Stoffe oder Felle, aber alte Farben und Chemikalien gibt es zuhauf. Ich habe noch nie von flauschiger Farbe gehört. Es gibt warme Farben, kalte Farben, knallige Farben. Warum sollte es nicht auch flauschige Farben geben?
Ich bin mir nicht sicher, ob eine flauschige Farbe der richtige Weg ist. Es ist der einzige Weg. Wir müssen mit dem arbeiten, was wir haben. Ich bin sicher, ein guter Alchemist hätte schon längst die richtige Mischung gefunden. Ich kenne jemanden, der sich mit Alchemie gut auskennt. Tatsächlich? Würde er uns helfen? Ich glaube nicht. Sie ist Köchin im Rattenlager. Ach, die alte Geschichte. Warum mögt ihr euch nicht? Die Ratten sind sehr nett und auch mit euch kommt man doch gut klar. Warum mögt ihr euch nicht? Das ist alles ganz blöd gelaufen. Als wir hier ankamen, hatten wir eine sehr lange Reise hinter uns. Wir hatten uns in den Müll gelegt, um etwas auszuruhen. Irgendwann bin ich aufgewacht und sah eine Ratte, die an einem meiner Finger knabberte. Sie muss mich für einen weggeworfenen Leckerbissen gehalten haben. Aber das habe ich erst später verstanden. Ich habe mich sehr erschrocken und laut geschrien. Und dann? Gulliver ist aufgesprungen, um mich zu verteidigen. Dabei stieß er einen Stapel Schrott um, der sowohl ihn als auch das Bein der fliehenden Ratte unter sich begrub. Gulliver stieß wüste Drohungen aus und versuchte, sich unter dem Müll zu befreien. Ich ging zu der kleinen Ratte, um ihr zu helfen. Sie muss Panik bekommen haben. Sie nagte sich ihr Bein ab und humpelte davon. Das ist eine tragische Geschichte. Seitdem glaubt Gulliver, die Ratten hätten es auf uns abgesehen. Er will mich beschützen. Er lässt keine der Ratten in die Nähe unseres Lagers und hat Nate und mir verboten, mit ihnen zu sprechen. Aber wenn dir Ethel, die Köchin, helfen wollen würde, würdest du dir helfen lassen? Klar, warum nicht? Wir dürfen nur Gulliver nichts davon erzählen. Er würde nie eine Ratte in unserem Zuhause akzeptieren. Das ist das kleinere von beiden Problemen. Das größere ist Ethel. Selbst wenn du die richtige Farbe findest, Gulliver meint, es würde noch Wochen dauern, bis die Lieferung fertig wäre. Es ist harte Arbeit und Gulliver arbeitet so schnell er kann. Es muss doch einen schnelleren Weg geben, die Tafeln zu bauen. Der Meinung ist Nate auch. Deswegen hat er den Konstruktor gebaut. Nur leider funktioniert er nicht. Damit würde es schneller gehen? Na ja, ganz so schnell wohl nicht. Ein paar Stunden würde es immer noch dauern. Nate und Gulliver scheinen Gnomenblut in den Adern zu haben. Nein, Nate hat gar kein Blut. Bei Gulliver könnte vielleicht noch irgendwo was kleben, aber... Das meinte ich nicht. Ich meinte, dass beide gern Dinge erfinden. Das stimmt. Früher haben sie oft zusammen gebastelt. Aber jetzt, wo Gulliver so viel zu tun hat, hat er dafür keine Zeit mehr. Ich weiß. Aber der Papa arbeitet ja nur so viel, damit er später mal mehr Zeit für dich hat. Unlogisch. Ich finde es toll, was ihr euch hier aufgebaut habt. Die Werkstatt, diese Höhle. Wir haben uns viel Mühe gegeben. Und es reicht aus. Ein kleines Heim für eine kleine Familie. Gulliver sieht das, glaube ich, anders. Er plant schon euer Leben in einem Palast, wie mir scheint. Er ist sehr optimistisch. Ich denke, wir sollten zufrieden sein mit dem, was wir haben. Wenn man immer nur von der Zukunft träumt, verpasst man das Hier und Heute. Leben ist das, was mit dir passiert, während du andere Pläne machst. Wer hat das gesagt? Keine Ahnung, aber es stimmt. Gulliver ist ganz begeistert von Jorge. Ja,
Er glaubt, er wird uns helfen. Aber du glaubst das nicht? Was weiß ich schon. Ich bin nur ein einfaches Mädchen, das für seine Familie sorgen will. Aber mir wurde der Kopf abgeschlagen, nur weil ich ein Zombie bin. Ich weiß nicht, ob uns die Leute in Seefels mögen würden, egal wie sehr wir uns anstrengen. Ich schlage vor, du machst erst mal weiter. Ich schaue so lange, ob ich Ethel für unsere Sache begeistern kann. Tu das! Mach's gut, Nate. Und vor uns Gnomen muss man keine Angst haben. Ja, Nate. Wilbur ist ein Gnom. Die kennst du doch aus deinem Buch. Nate hat ein Buch über die Rassen Aventasiens. Es ist sein Lieblingsbuch. Ich muss ihm jeden Abend daraus vorlesen. Ja, ein Gnom. Freu. Ja, Gnome. Nate jetzt? Glaubt, endlich einen anderen Erfinder gefunden zu haben. Erfinder? Alle Gnome sind Tüftler und Erfinder, steht in dem Buch. Oh Mann. So sieht's aus. Du hast neue Freunde gefunden und die lernen wir in der nächsten Folge etwas besser kennen. Tschüss, Leute.